Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir sind im Kurs B2 bis C1. Wir machen ein bisschen Literatur. Das Thema ist der Frühling und hier ein paar Zeilen von Friedrich Hölderlin. Ich lese Ihnen den Text jetzt vor. Ich werde langsam und deutlich lesen. Bitte, ich bin kein Schauspieler. Berücksichtigen Sie das. Also ich lese nicht als Schauspieler, der würde ganz anders lesen, sondern ich lese, damit Sie auch gut verstehen. So, nun zu dem Gedicht Der Frühling. Die Sonne glänzt, es blühen die Gefilde. Die Tage kommen blütenreich und milde. Der Abend blüht hinzu, und helle Tage gehen vom Himmel abwärts, wo die Tag entstehen. Das Jahr erscheint mit seinen Zeiten wie eine Pracht, wo sich Feste verbreiten. Der Menschentätigkeit beginnt mit neuem Ziele, so sind die Zeichen in der Welt, der Wunder viele. Ich verabschiede mich und wir werden zu diesen Zeilen auch einen Übungsteil machen. Tschüss, bis demnächst.